Wäre es ein Shiny, dann ja, aber so. So, hier können wir uns dann heilen. Sehr schön. Ding, ding, ding. So klingt die Melodie bei der Heilung beim Pokémon Center. Habe ich anders in Erinnerung. Sorry. Das Ding zünde ich an. Aus Prinzip. Einfach anzünden. War nicht unbedingt Fluffluffs schlauste Idee. Waren das genug Trainer, dass ich meine Belohnung bekomme? Er steht zumindest wieder hier. Ja, habe ich. So, ich bin von der Pokémon-Liga, hast du Spaß am Kämpfen. Du hast in der südlichen Zone 3 gegen 4 Trainer gewonnen. Wenn du gegen insgesamt 6 Trainer gewinnst, bekommst du einen fantastischen Preis. 2 Stück noch, das soll ich wohl hinbekommen. Siehst du, so hört sich das an. Wusste ich doch. Habe ich noch nie ausprobiert, sollte ich vielleicht mal machen. Spätestens bei den Tauros. So, erstmal ein bisschen was verkaufen. Superball werde ich nicht benutzen. Also generell, diese ganzen Bälle hier haue ich weg. Das funktioniert super mit dem normalen Pokéball. Die Dinger benutze ich eigentlich auch nie, also können die auch weg. Bin ich einfach kein Freund von. So, da haben wir hier ein bisschen Schätze. Und schwupps, sind wir so gut wie reich. So, ich brauche auf jeden Fall ein paar Pokebälle wieder. 13 Stück haben wir noch. Auf 50 hoch. Dann sollten die erstmal eine Zeit lang ausreichen. Die Primärbälle verkaufen wir natürlich gleich. Nein. Hier. 5 Poké-Dollar dafür, das ist total frech. Dafür, dass sie umsonst sind. So, 2 Trainer noch. Hallo, man munkelt, dass sich der Herrscher der Steinklippe in diesem felsigen Gebiet befindet. Ich habe mir schon etwas umgeschaut, aber ich konnte keine Spur von ihm entdecken. Ob er wohl irgendwo ganz oben an einer Felswand hängt? Nee, das kann nicht sein. Zumindest dürfte er nicht besonders weit weg von hier sein. Also verausgab dich nicht zu sehr beim Suchen, klar? Nicht, dass du noch von der Klippe purzelst. Denk dran, dass du jederzeit eine Karte nutzen kannst, um dich zu orientieren. Ich werde auch einfach der Karte folgen. Leufoi Mähnenhaar. So, Kampf Nummer 5. Ich habe meiner Pokémon ein mächtig starkes Item zum Tragen gegeben, damit es zu mir passt. Denn ich bin ein mächtig starker Trainer. Das wollen wir doch mal sehen. Ich sag, er ist ein Großmaul und kann gar nichts. Tschüss. Okay, okay. Kam unerwartet.
Vielleicht ein leckerer Biss? Nee, auch nicht. Boah, wie unfair. Da müssen wir doch richtig reinballern. Ach so, okay. Das ging jetzt schneller als erwartet. Offenlegung brauche ich nicht. Eigentlich brauche ich bei den Pokémon generell nichts. Die sind halt mit dabei. Und das war's. Verflucht. Lass mich raten, Sinelbeere? Überreste gleich. Wie edel. Von wegen mächtig stark. Eher mächtig lächerlich. Synthese könnte praktisch sein. Wobei. Ne, wir kriegen auch noch Gigasauger und sowas. Das ist dann doch besser. Da kann man darauf noch verzichten. Aber wenigstens mal eine gute Bezahlung. Okay, es gab eine dritte Entwicklung. Hat sich dann jetzt aber auch erledigt. Dann können wir das erst aus der Box holen. Dein Pupponcho hat sich zu einem Vivillon entwickelt. Herzallerliebst. So, ich gucke kurz im Pokédex, gegen welches tauschen wir denn. Das haben wir im Team. Habe ich Hopsboss im Team? Ich muss mal gucken. Ja, haben wir. Okay. Ich würde es grundsätzlich gern den Pokédex gleich nachmachen. Glaube ich. Mangunior oder Raffel oder Sonkern nicht. Mangunior oder Raffel. Also eher Mangunior. Ich dachte nur, dass wir das vielleicht noch im Team haben. Aber nein. So, dann holen wir uns hier die Münze. Und ich hätte halt echt gern noch einen Trainer. Da unten. Den könnten wir uns holen. Ein Dummyplex. Cool. Den Trainer holen wir uns noch und dann holen wir uns auch die Belohnung. Alles noch, bevor wir den Herrscher treffen. Ja, hier muss ich auf jeden Fall ein bisschen schwächen. Wenigstens solange es geht. Daneben. War klar. So, den Rest macht die Verbrennung selbst. Würde ich sagen. Ich hoffe, dass wir es bis angefangen haben. Na komm. Sehr schön, danke, lieber Pokéball. Vielen Dank. Sehr freundlich. Und da unten sehe ich diesen Feuerhund. Den hätte ich ja gern.
Oder Vipites? Die sind ja aber auch schon ordentlich stärker. Okay, meine Pokémon essen keine Bären. Toll. Gerade heute, wo ich denen auch keine Bären gegeben habe. Dachte ich mir. Warum ich es trotzdem gemacht habe, keine Ahnung. Das bringt gefühlt alles nichts. Aber einfach so im Ball bleiben wird es, glaube ich, nicht. Na, natürlich nicht. Aber ich muss es weiterhin so versuchen, weil wirklich schwächen kann ich sie eh nicht, damit verliere ich nur zu viel Zeit. Oder so. Einfach freiwillig. Ja, lass mich hier drin, hier ist schön. Sympathisch. Er schaut auch süß aus. So putzelig. Oh, so viele Pokémon, die ich haben will. So, so viele. Wobei, ich brauche noch gar nicht heilen. Schluppo könnte ich mir gleich holen. Warte, wo war ich denn? Ich war hier oben. Ich will das Vipites als erstes. Ich muss es einfach haben. Bis zum Vipites, also hau ab. Die sind halt vor allem jetzt auch nicht mehr so sonderlich schwach. Ich weiß nicht, ob ich die im Autokampf hier noch wegbekommen. Ich sollte es versuchen. Nö. Mm-mm. Nein. Leider nicht. So, das wollten wir eh noch fangen. Da muss ich nicht unbedingt viel kämpfen. Hoffe ich. Perfekt. Danke, lieber Pokéball. So, den kriegen wir hin, oder? Ja. Komm, ich brauche ein paar Level. Gönn dir. Gönn dir. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber gönn dir. Ja, klappt. Einen Spollen hat er auch nochmal gekillt. Das nehmen wir alles mit. So, kurz heilen. Außen werden wir dann auch die Tipps schneller los. Mal schauen, was die Schlaues weiß. Oh, ich glaube, ich habe dir schon alles gesagt. Toll. So, dann erwartet uns noch ein Trainerkampf und eine hoffentlich üppige Belohnung. Das muss ich auch noch fangen.
Aber erst kämpfen. Buh! Und? Hat dich das überrascht? Da ich auf dich zugekommen bin, nicht wirklich. Sorry. Oh, da habe ich eine gute Attacke gegen. Hier, guck mal. Das arme Sonnenkern. Muss man schon mal sagen. Hast du noch eins? Ja. So, gegen Gestein ist Feuer nicht so gut. Aber vielleicht Unlicht? Sollte zumindest ausreichen. Aua. Hör doch auf. Muss doch nicht sein. So, her mit der Kohle. Ich gehe mir meine Belohnung holen. Dann holen wir uns hier diese Riesenkrabbe. Wobei die ja vergleichsweise klein ist. Moin, hallo, ja, hab ich. So, was ist der Preis? Eine Muschelglocke. Mhm. Eigentlich sogar echt gut. Ich würde das einfach mal nutzen. Wenn wir Schaden machen, kriegen wir ein bisschen KP zurück. Ist eigentlich wirklich nicht verkehrt. Gilt das dann auch für die Kämpfe hier? Wahrscheinlich eher nicht, oder? So, Level 13, die fange ich mir. Ich versuch's mal einfach so. Wird hoffentlich nach 2-3 Versuchen spätestens klappen. Na, ich sag ja spätestens. Ich bin halt Naturtalent. So, hier können wir wieder schön unter die Füße gucken. Toll. Klippe. Hängt auch gerne an der Klippe. Haben wir eigentlich mehr Hegel schon? Nee, ne? Oh Mann. Ich kann nicht anders, es tut mir leid. Ich muss alles fangen, was sich mir in den Weg stellt. Sofern ich es nicht schon gefangen habe. Sonst müsste ich ja wirklich jedes Pokémon fangen. Das wäre ätzend. Was hier halt cool wäre, wäre dieses Feature wie bei Arceus, dass man halt sich anschleichen kann und einfach schon mal einen Pokéball werfen, ohne zu kämpfen. Das wäre hier auch noch cool. Einfach so als kleiner Zusatz. Und entweder flieht es dann oder es greift einen an. Wenn es nicht beim ersten Ball funktioniert. Aber das wäre schon cool. So, tschüss Mehikel. Dich holen wir später noch. Sehr gut. Stufe 2. Hat noch eine dritte Entwicklung. Sieht so geil aus am Schluss. Ich finde die zweite schon geil, aber am Schluss sieht das Teil halt mal richtig böse aus. So, das war schön. Ein toller Kampf, wirklich. Oh, was sehe ich denn hier?
eine Gierspenstmünze. So, dich habe ich auch noch nicht. Lauf nicht weg. Was soll schon schief gehen? Ist ein kleines Käferchen. Warum entscheiden die sich manchmal einfach im Pokéball zu bleiben? Nicht, dass ich mich beschwere, ich finde das gut, aber warum? Kann ich das irgendwie beeinflussen? Also ich weiß jetzt nur nicht so recht, wo muss ich denn lang? Ich glaube, es war hier oben. Ich bin mir nicht mehr sicher, ist schon ein bisschen her. Das war doch schon wieder ein Klibbe. Aber ich meine, man hatte das schon relativ zügig gesehen. Wir werden es schon finden. So, hier ein paar Zutaten. Dankeschön. In der Nähe ist eine Klippe, die sich bewegt. Ja, genau, die suche ich. Nee, danke, passt schon. So, da drüben ist eine Stadt. Hallo, geh mal weg. Hallo, lass mich mal... Hallo? Och nein. Ich wollte doch in Ruhe gelassen werden. Tschüss. Ich müsste mich jetzt dadurch eigentlich wieder heilen, oder? Ja. Sehr effektiv ist es nicht, aber es bringt was. Oh. Ja, Entschuldigung. Ich kämpfe mal lieber hier. Ich hole mir da ein KP zurück. Wow, echt krass, die Felswand. Ich kann es nicht fassen. Das Pokémon, unglaublich. Ja, die hat ein bisschen Lack an den Händen. Ist natürlich nicht so cool. Hä, warum ist das schwarz-weiß und meins ist bunt? Ich finde das viel cooler. Danke für die Paralyse. Ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Sowas Unnötiges, wirklich. Scheiß auf die Attacken. Sind mir wirklich vollkommen egal. Jetzt, wo du mich besiegt hast, konnte ich mich wieder etwas beruhigen. Toll. Wirklich schön für dich. Nur mal kurz gucken. Habe ich gerade Magnetilo gehört? Irgendwas hört sich hier sehr elektrisch an. Das hier ist übrigens auch ein Gierspenst. Aber das können wir fangen.